Heute zum Thema Designstudie und Marktanalyse oder Marktrecherche. Sagt man das so? Marktrecherche? Recherche. Heute haben wir für euch vorbereitet einen Audi TT, das neue Modell, und zwar Hardcore White Body Umbau. Ja. Wir haben ein bisschen übertrieben bei dem Auto, mit Absicht, weil entschärfte Version kann man immer noch bauen. Ich sag mal, so eine Hardcore-Version kann man sich schwer vorstellen. Ja. Wir werden auch ab und zu nur solche Designstudien zeigen, weil wir wollen gucken, wo der Markt hinläuft und so weiter und so fort. Ja, bevor wir ein Auto umbauen und dann ist das Interesse gar nicht da oder, zeigen wir euch ein paar Designstudien, auch ein bisschen Unterhaltung, was geht, was nicht geht. Ob das grafisch Sprachenlernen, Bubble. Designstudie, ob das grafisch auch machbar ist oder. Also wir werden euch nicht nur zeigen, unser Testwarten oder wie wir produzieren, sondern auch noch so diese Designstudie. Und ich hoffe, euch werden die Videos gefallen. Audi TT. Also für mich sieht der von vorne aus auf gar keinen Fall wie ein Audi TT. Ja, das sieht jetzt aus wie ein Audi A5. Ja. Also hier die Lufterlässe wirken sehr wuchtig bei einem schwarzen Auto. Achtung, bitte darauf aufpassen. Ja, also beziehungsweise darauf achten. Gleich, ich sag mal, am Ende von dem Video kommt das Auto auch noch in Weiß. Ja? Dann werden die Lufterlässe ganz anders wirken. Ja? Im Schwarz wirkt das Auto sehr brutal, aber in farbig, also so ein Weiß oder Grün oder Blau, wird das Auto ganz anders wirken. Ja? Der Heckspoiler gefällt mir persönlich sehr gut. Ja? Auch die Lufterlässe an dem Kotflügel vorne und hinten, ja, die an den Rückleuchten und an dem Scheinwerfer anschließen, finde ich die auch sehr, sehr sportlich. Ne? Meine Frage ist, was sagt ihr zu den Verbreiterungen bei dem Audi TT? Die sind jetzt komplett anders als bis jetzt, was wir alles gebaut haben. Ja? Die sind nämlich von dem Porsche ausgeliehen worden. Gehört auch zu Audi-Familie, Porsche, deswegen haben wir uns erlaubt, die auszuleihen. Ja? Wie gefallen euch die Verbreiterungen? Ja, also, wo ich das erste Mal mir die angeguckt habe, habe ich zuerst gedacht, weiß ich nicht, ist überhaupt nicht so meins. Aber wo ich mir das Video jetzt ein paar Mal angeguckt habe, finde ich die schon sehr interessant. Sehr interessant, ja. Man guckt von vorne und von der Seite diesen Winkel, ne? Das sieht so super aus. Auch die Rotiform-Felgen finde ich sehr, sehr cool für das Auto. So, zum Thema Heck. Seht ihr, die Lufterlässe bei dem Diffusor sieht das aus, als wenn er so Monster-Lufterlässe hätte. Ja, aber im Weiß, guck mal, die Lufterlässe wirken ganz anders. Ja? Wenn das natürlich in Wagenfarbe ist, diese Partie. Ja? Nur die Lufterlässe mit dem Gitter sind in Schwarz. Boah, das sieht echt gut aus. Also die Verbreiterung, wenn man so guckt, guck mal jetzt von der Seite und so weiter, sehen echt fett aus. Also ich finde, das ist gelungen. Die Felgen passen auch gut. Die Tiefe ist auch perfekt, ja, abgestimmt. Ich mag, wenn die Kotflügel mit dem Reifen abschließen. Nicht, wenn der Reifen im Kotflügel drin ist. Ich mag das nicht. Also das ist meine persönliche Meinung, aber das ist jeder, da ist jeder anders. So, guck mal, der Anblick, das ist ja... Das ist echt, also die Motorhaube, die Lufterlässe, riesengroß. Also wirklich, erinnert mich wirklich an so einem Rennauto. Ja. Also alternativ würde ich mir noch bei dem Auto PBS-Felgen vorstellen. Ja. Also wenn ich so ein Audi hätte, hätte ich mir vielleicht so diese Rotiform-Felgen eingebaut. Oder PBS. Ja. Geil. Ich finde das echt super. Ne? Also auch die Animationen, die wir jetzt machen für euch, finde ich bombastisch, wirklich bombastisch. Vielleicht können wir so ein Poster machen, was denkst du, Sascha? Ja, ja, so diese Perspektive, ja, wie das jetzt ist, besteht eigentlich Interesse bei den ganzen Postern. Ja, weil das ist immer so, bei manchen Autos haben wir die sehr schnell verkauft und bei manchen ist sehr, sehr, ja, zäh verkaufen die sich. Ne? Also vielleicht kann man hier noch, könnt ihr vielleicht hier als Kommentar schreiben, ob das interessant wäre als Poster oder weniger. Boah, sieht gut aus. Vorgucken. Ich finde ihn geil. Auch in Weiß. Ich würde natürlich so ein bisschen hier ein paar Sponsorenaufkleber drauf machen und. Und ich glaube, da bekommt er eine richtig geile Rennoptik. Richtig geile Rennoptik. Ne?
Auch die Seitenschleuder mit so einem riesen Lufteinlass, ne? Ich finde das so sexy. Ich finde so Lufteinlässe bei einem Auto so wichtig, ne? Ich finde das sehr schade, dass die Elektroautos wirklich alle Lufteinlässe zu haben. Klar, die brauchen nicht diese Kühlung und, aber ich meine, allein von dem Optischen her, für mich gehören Lufteinlässe zum Auto wie Reifen und Felgen. Ohne geht's nicht, ja? Genau. Also das ist ja quasi wie auch bei dem Audi TT, ja, ich sag mal, die einfache Version 1.8er, der hat so mehr oder weniger geschlossene Lufteinlässe, TTS oder TTRS hat noch krassere Lufteinlässe und das gefällt mir wirklich sehr. Ja. Also ich bin der Typ, der sagt, das Auto muss sehr sportlich aussehen. Egal, ob das eine Limousine ist oder so ein Audi TT. Also für mich ist es wichtig, dass das Auto viel Sportlichkeit bekommt, ne? Das war's. Vielleicht können wir noch am Ende so ein kleines Video laufen lassen, Sascha, und dann verabschieden wir uns. Schreibt mal in den Kommentaren, schreibt mal bitte hier unten als Kommentar, ob ihr mehr von den Videos, ich sag mal, in dem Style sehen wollt oder lieber was anderes. Ich finde solche Geschichten sehr interessant, was man alles mit der heutigen Technik, also mit dem Programm machen kann. Die ganzen Animationen und so weiter. Vor 2 Jahren war es kaum möglich. Heute ist das bei uns Standard und es wird noch viel, viel, viel mehr kommen, weil ich persönlich bin so ein Typ, so ein Tüftler. Ich will das Modernste, das Beste und ich schraube so lange daran, bis das so ist, wie es sein muss. Ja? Deswegen lege ich einen sehr großen Wert, dass wir quasi auch der Vorreiter sind. Ich persönlich kenne keinen zweiten Tuner in Deutschland, der solche Animationen macht, oder in Europa sogar, der solche krassen Animationen macht und noch die baut. Ja? Also es gibt viele, die im Internet so Zeichnungen machen und so weiter, aber die meisten kannst du gar nicht bauen. Ja? Also wie TÜV-technisch, so auch gar nicht technisch machbar. Ja? Das haben wir auch bei einem Golf und so weiter von JP Performance auch gesehen. Das Auto war auf der Zeichnung schön, aber wo wir das angefangen haben zu bauen, war das gar nicht möglich zu bauen. Ja? Wirklich, da muss ich mal einen Riesenlob auch an mein Team geben. Wie heißt das? Gemeinsam sind wir stark. Und ja, das war's für heute. Sascha macht einen kleinen Carbon dahinter, schön mit Musik und dann schauen wir weiter.